Hallo Peter, grüß dich. Du hast gemeint, dass ein Kumpel von dir ein Schultief hat, wo der mit einer 9-Volt-Block, also mit einem 9-Volt-Block, eine Autobatterie lädt. Und du hast mir gesagt, sowas würdest du auch gern haben. Und da habe ich mir mal Gedanken gemacht. Rausgekommen ist das Ding hier. Das ist ein Typ 41C mit einer 10 Ampere, 7, 1000 Volt Diode. 10 Kilo Ohm Vorwiderstand und als Wicklung habe ich hier jetzt mal eine Action for Free, eine A4F Wicklung probiert. Ja, praktisch hier Mittelanzapfung und hier drüben gehen wir mit unserem Plus und Minus von unserem 9 Volt Block rein und hier drüben geht es dann zu unserer Autobatterie raus. Okay, ich demonstriere das kurz mal, wie das auszusehen hat. Okay, das ist der Aufbau hier. Als Quelle haben wir hier ein regelbares Netzteil, was gerade auf 10 Volt eingestellt ist. Das bricht dann unter Last ein bisschen zusammen. Unsere Autobatterie in Anführungszeichen ist bei 11,73 Volt. In dem Fall ist es hier eine Bleikristallbatterie mit 26 Amperestunden. Kommt eine Autobatterie schon ziemlich nah. Ne? Also dürfte bei einer Autobatterie dann ähnlich aussehen. Und hier ist unsere Joule-Tiefschaltung. Okay, dann wollen wir die mal anschließen. Los geht's. Die Spannung steigt in der Batterie und hier sind wir auf 9,1 Volt runtergefallen. Also es zieht Strom, aber hier zeigt es 0,0,0,0,0 an. Obwohl das eigentlich schon ziemlich genau ist, das Digitalmultimeter. Wenn man jetzt ein analoges reinhängen würde, ein analoges Ampermeter, dann würde der hier 40 Milliampere anzeigen, was in eine Richtung an Strom praktisch reingeht, was dann aber von der Joule-Tiefschaltung zurückgepulst wird. Das steht dann aber auf einem anderen Blatt. Von daher, also ich gehe mal davon aus, dass er 40 Milliampere zieht und Peter, du möchtest ja einen 9-Volt-Block da anschließen. Die 9 Volt Akkus, Nickel-Metallhydrid-Akkus sind es heutzutage, die haben so meistens 200 mAh Kapazität. Ne? Du könntest dir ja mal so einen neu kaufen, ne? Den mal laden, dass er 200 mAh Kapazität hat und dann mal diese Schaltung ranhängen und gucken, ob die Schaltung exakt 5 Stunden lang läuft. Weißt du, dann müsste sie ja laufen, wenn der 40 mA zieht. Ne? Und dann könnte man ja vielleicht auch noch mal überprüfen, wie viel dann in die Batterie geladen wurde, was man dann rausziehen kann. Ja, das überlasse ich dir mal, wenn du da mal Lust hast, ein bisschen zu recherchieren. Ich überlege auch mal, das zu machen. Mal gucken, wann ich hier dazu komme. Hier nochmal die Kurzerklärung, aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, ne? Hier drüben kommt ein 9-Volt-Block ran. Und hier drüben kommt deine Autobatterie ran. Autobatterie bitte nicht verpolen. Hier ist keine Sicherung im Output eingebaut. Kannst du ja dann noch zusätzlich machen. Wenn du das öfters benutzen willst, ist die Wahrscheinlichkeit schon gegeben, dass man ab und zu mal aus Versehen Plus und Minus vertauscht. Ja, du musst dann entweder in den Strang hier eine Sicherung machen oder in Minus-Output. So von 10 Ampere oder 7,5 Ampere. Die Diode hier ist bis 10 Ampere ausgelegt und unser Transistor ist bis 6 Ampere ausgelegt. Ach, machst eine 5 Ampere Sicherung rein. Oder 1 Ampere. Weil wir sind ja hier mit wirklich Milliampere unterwegs. Wenn wir mit 40 Milliampere reingehen, schätze ich mal, ich habe es hier nicht gemessen, gehen wir vielleicht mit 10 Milliampere raus oder so. Der haut ja hier jetzt nur die Back-EMF-Pulse raus. Ne? Und Back-EMF-Pulse, oder wie man die auch nennen mag, die zu messen ist etwas tricky. Ja, von daher am besten dann gucken, was wirklich in der Batterie drin ist.
So, in dem Sinne wünsche ich dir viel, viel Spaß mit deiner Action for Free Joule Tief Schaltung für 9 Volt Blocks, die 12 Volt Autobatterien laden. Bis später, Peter. Gut gehen lassen.